Franzi, sag mal was. Hörst du mich? Simon? Wollen wir was sagen? Sag nochmal was. Guten Morgen. Schöne Grüße. Herzlich willkommen zu unserem digitalen Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Es ist toll, dass wir Gott feiern und loben dürfen, egal wo wir sind, egal ob wir in der Kirche sind, egal ob wir zu Hause sind, in unserem Wohnzimmer. Gott ist überall da und das tut gut, das zu wissen, dass wir ihm jederzeit begegnen dürfen. Und das wünsche ich uns auch für diesen Gottesdienst und dafür werde ich auch gleich beten, dass Gott uns begegnet, dass wir seine Gemeinschaft erleben dürfen und uns neu von ihm beschenken lassen dürfen, sodass wir neu und gestärkt in diese kommende Woche gehen dürfen. Wir haben für diesen Gottesdienst jemanden da, Simon Schettler, der Missionar ist, der Missionar in Thailand ist und der jetzt gerade in Deutschland ist. Und er ist auch in seinem Wohnzimmer und er wird ein bisschen erzählen und wird auch die Predigt halten und erzählen, was er mit Gott erlebt hat und wie ihm viel, also was er so erlebt, auch in Thailand. Und ich möchte jetzt für uns beten und egal, ob du aufstehen möchtest oder ob du sitzen bleiben möchtest, du bist in deinem Wohnzimmer, tu das, was dir gut tut und öffne dich für Gottes Wort. Dafür möchte ich jetzt beten. Ja, Vater im Himmel, wie herrlich bist du, wie groß. Du bist so wunderbar, dass es meine Vorstellungskraft sprengt. Und ich danke dir dafür, dass du diese Welt in deinen Händen hältst und dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, Herr, dass du bei uns bist, egal wo wir gerade sind. Danke, Herr, dass du uns kennst. Und danke, Herr, dass du derjenige bist, der Gemeinschaft mit uns hat und haben möchte. Danke, Herr, dass wir nicht alleine sind. Danke, Herr, dass wir jetzt Gemeinschaft erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir bitten dich, dass du geehrt, gelobt, geheiligt. Wir bitten dich, Herr, dass wir jetzt richtig gemeinsam Gottesdienst mit dir feiern können. Danke dafür. Und danke, Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der das alles verbindet. Und dafür bitten wir dich, dass du deinen verbindenden Geist, deinen tröstenden, deinen heilenden Geist uns schenkst und dass du zu uns sprichst und uns ermunterst und uns neu beschenkst mit deiner Liebe und mit deinem Frieden. Dafür bitte ich dich jetzt. In deinem Namen, Jesus. Amen.
wollte klar. Hi Simon. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen und ja. Ich wollte gerne wissen, ob du, oder es wäre cool, wenn du dich kurz vorstellen könntest, damit wir wissen, wer du bist, wo du herkommst und ja, was deine Pläne sind, wo du hingehen wirst. Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Simon Schöttler, ich bin 35 Jahre alt, frisch verheiratet. Und ich komme ursprünglich aus Lüdenscheid. Das ist in der Nähe vom Ruhrgebiet, in der Nähe von Dortmund. Für die einen ist es schon Norddeutschland, für die anderen ist es schon Süddeutschland, je nach Perspektive. Ja, ich bin Missionar in Thailand. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre in Bangkok gelebt. Und meine Frau und ich, wir sind dabei, einen neuen Dienstzweig unseres Dienstes von Help International in Pattaya aufzubauen. Und unser Ziel dort ist es, auf der einen Seite Missionare zu trainieren und auf der anderen Seite mit Gebet, mit Anbetung und mit Evangelisation die Armen und Bedürftigen in Pattaya, dem größten Rotlichtmilieu der Welt, zu erreichen. Ja. Klingt spannend und aufregend. Schon immer, dass du Missionar werden wolltest oder hat Gott dich dahin geführt? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich lange Zeit das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe 2 Geschwister, eine ältere und eine jüngere Schwester. Und die ältere Schwester, die ist sofort mit ihrem Schulabschluss in Mission gegangen. Die wusste das von ihren frühen Teenagerjahren her. Und ich habe für mich immer gedacht, ja gut, Mission, das ist in unserer Familie abgehakt. Ich kann mich auf Deutschland konzentrieren. Ich wusste aber, Gott hat mit meinem Leben was vor. Das habe ich schon früh gewusst. Und habe immer, wenn Gott zu mir über Nationen geredet hat, habe ich immer gedacht, ja, dann mache ich mal einen Einsatz. Und damit war das für mich erledigt. Und dann hat irgendwann Gott sehr konkret durch ein prophetisches Wort in mein Leben reingesprochen, wo ich gemerkt habe, nee, ich kann das nicht immer von mir wegschieben. Gott hat für mich genauso einen Ruf in Mission. Und dann war ich sehr froh, dass Gott Geduld mit mir hatte, bis ich dann tatsächlich gehen konnte. Ja. Und du hast wahrscheinlich schon viel, du hast jetzt eben schon ein Beispiel genannt, was du so mit Gott erlebt hast und wie er dich geführt hat und wie er geduldig mit dir war. Gab es auch ein Erlebnis, wo du sagst, boah, das war einfach super krass und da hat Gott einfach richtig stark zu mir gesprochen oder es war einfach ein abgefahrenes Erlebnis, wo du sagst, boah, danke, dass ich das erleben durfte. Also ich würde sagen, was wirklich für mich persönlich, vielleicht war es nicht das Stärkste, aber für mich so das eines der berührendsten Erlebnisse mit Gott war, wo ich sagen würde, das kann ich so sagen, als Erwählung irgendwo bezeichnen. Also vielleicht war es auch ein Schlüsselmoment von Bekehrung oder Nachfolge, aber das war, als ich 13 Jahre alt war, jetzt schon ein bisschen her. Aber da habe ich einen Moment erlebt, wo ich gemerkt habe, Gott spricht in mein Leben und hat zu mir geredet, dass er mit mir was vorhat und dass er mich erwählt. Und das war für mich so prägend, als ganz junger Teenager zu erleben, Gott sieht mich, Gott kennt mich und viel wichtiger, Gott will mich. Und das war für mich sehr überwältigend, aber auch wirklich prägend. Und das hat sich dann natürlich über die Jahre immer wieder verdichtet oder es gab andere Elemente, wo ich gemerkt habe, da redet Gott zu mir. Aber das war so konkret, das war so spezifisch und hat für mich ganz viel Fundament gebaut. Ja, also das war für mich dieses Ding, dass Gott sagt, ich will dich, war für mich ganz, ganz wichtig. Das glaube ich. Das ist natürlich ein toller Zuspruch, wenn man so dann in die Teenagerjahre geht und so dann auch seine Berufung findet, wenn man schon das Ja gefunden hat, dass Gott Ja zu einem sagt. Absolut. Worüber du predigst und freue mich auf deine Predigt gleich. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Super. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns.
aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Das ist für mich wirklich ein Vorrecht, so über Zoom dazugeschaltet zu sein. Ich finde, das ist auch ein totales Vorrecht, in so einer Zeit Gottesdienst und Gemeinde auch online zu haben. Und ja, wie gesagt, dass ich mit dabei sein kann heute Morgen. Vielen, vielen Dank. Da fühle ich mich wirklich wohl bei euch. Ihr habt das gerade im Video schon gesehen. Mein Name ist Simon Schöttler. Ich lebe eigentlich in Thailand. Und bin jetzt nach gut 3 Jahren für eine Zeit in Deutschland. Wir sind dabei, einen ganz neuen Dienst in Pattaya, südlich von Bangkok, aufzubauen und gehen jetzt gerade in eine neue Vorbereitungszeit für diesen neuen Dienst. Und das ist auf der einen Seite wirklich spannend, aber ich glaube, das ist das Leben mit Jesus immer wieder. Wenn er kommt, in unser Leben reinruft, komm, folge mir nach, dann sind Abenteuer und dann sind auch manche Glaubensherausforderungen vorprogrammiert. Aber da drin liegt eine totale Verheißung. Und ihr habt das gerade in dem Video schon gesehen, als Franziska fragte, was ist so ein wirklich besonderes Ereignis oder so eine besondere Situation, wo Gott in mein Leben geredet hat. Und dann würde ich sagen, das ist zuallererst diese persönliche Erwählung gewesen. Und das hat mein Leben, das hat auch mein Leben als junger Christ unheimlich geprägt. Und das eine war dieses persönliche Erlebnis und das andere war dann, das eben auch zu erleben oder im Wort Gottes wiederzuentdecken. Und
Ich möchte euch einfach gleich zu Anfang in einen Bibelvers mit hineinnehmen und werde dann, indem wir uns den Vers ein bisschen zusammen angucken, auch noch mal ein bisschen zeigen, wie sieht das aus, was ich oder was unser Team von Help International Thailand tatsächlich in Bangkok oder eben auch in Pattaya macht. Aber wenn ihr eure Bibeln parat habt, dann dürft ihr die gerne aufschlagen, und zwar in Johannes 15. Und in diesem Kapitel, da lehrt Jesus seine Jünger ein paar ganz grundsätzliche Dinge. Da finden wir solche Sachen wie Aussagen, ihr seid die Weinreben, ich aber bin der Weinstock, seid mit mir verbunden. Aber was zu mir eben unheimlich gesprochen hat, war auf dem Weg in einen Kurzzeit-Missionseinsatz, hatte ich ein Kärtchen auf unserem Tisch. Wir saßen zusammen als Team, jeder kriegt den Bibelvers am Anfang, das war ja nett. Dann kriegte ich aber einen Vers, der auf einmal total zu mir gesprochen hat, weil ich auf einmal diesen Moment der Erwählung, von dem ich in dem Video vorhin erzählt habe, wiederentdeckt habe. Und das ist in Johannes 15, Vers 16. Und da redet Jesus zu seinen Jüngern über das Gebot der Liebe. Ja, das hört sich erstmal bam, wahnsinnig massiv an. Aber dann sagt er was ganz Spannendes. Und er sagt nämlich zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm ja schon nachgefolgt sind, sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Und als ich diesen Vers auf diesem kleinen Gruß- oder Segenskärtchen auf diesem Essenstisch sah, hat das total diese Seite in meinem Herzen anklingen lassen, hat das richtig angeschlagen, dass ich gemerkt habe, stimmt, genau das habe ich erlebt. Nicht ich habe mich zuerst für Jesus entschieden, sondern zuallererst, an erster Stelle kam seine Entscheidung für mich. Und das hat mich ein bisschen überwältigt, hat so ein bisschen diese Gefühle wieder hochgebracht. Mann, Gott sieht mich, Gott kennt mich. Und er sagt das ganz deutlich. Mensch, jeder Punkt von Erwählung, der hat seinen Ursprung bei unserem himmlischen Vater. Er hat gar nicht den Ursprung in unseren Gedanken, hat auch nicht den Ursprung in unserer Seele, unserem Herzen, sondern der Anfang ist immer bei unserem Vater im Himmel. Und da kommt dieser Punkt, gewollt. Du bist gewollt. Die Erwählung Gottes geht an dich aus. Ganz egal, wie Umstände sind, bedeutet das erstmal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Und das finde ich total stark. Und Jesus hat das selber dann ja auch so ausgelebt, hat eben aus der Gemeinschaft mit dem Vater ist er losgegangen und hat die Jünger erwählt. Und dann sehen wir das in den Evangelien, wie er mitten in die Lebenssituation, in die Lebensmittelpunkte dieser 12 Männer hineingesprochen hat, sich nicht viel erklärt hat, sondern nur gesagt hat, folge mir nach. Ja, und bei manchen, die es nicht ganz verstanden haben, hat er noch erklärt, ne, bei Petrus zum Beispiel, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, nicht nur zu einem Fischfischer. Ja? Aber es kam eben dieser Ruf, Jesus hat das vorgelebt und das gilt bis heute, dass er immer wieder in unsere Situation hineinkommt, dass er immer wieder ganz persönlich auch sagt und ermutigt, aber auch herausfordert und sagt, folge mir nach. Geh dem nach, was ich in dein Leben hineinsprechen möchte. Ahm dem nach, was ich dir zeigen will. Und das kann, wie gesagt, wirklich abenteuerlich aussehen. Vorhin in dem Video war das eine Long Story Short. Also ne, ich habe das ein bisschen verkürzt. Von dem Zeitpunkt, wo Gott zu mir tatsächlich über Nationen geredet hat, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich wirklich als Missionar nach Thailand gegangen bin, da sind fast 7 Jahre vergangen. Und wenn ich so zurückgucke, denke ich manchmal, boah, 7 Jahre, Gott hat wirklich Geduld mit mir gehabt an der Stelle. Aber es ist eben wahr, Gott hatte geredet, Gott hat Dinge in mein Leben hineingelegt und hat auch diese Sehnsucht in mir, ihm wirklich nachzufolgen, das zu tun, wo er zu mir gesprochen hat, auch das Reden Gottes ernst zu nehmen, das ist in der Zeit total gewachsen, bis ich dann tatsächlich den Entschluss gefasst habe und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Job, ich bin Sozialarbeiter, ich habe im Jugendamt gearbeitet, im Rathaus, hatte mein Büro, ja, das war alles gut. Und irgendwann saß ich da und ich kam von einem Einsatz, wir waren 10 Tage dort in Pattaya unterwegs, haben dort
viel Fürbitte getan, haben angebetet in der Stadt. Und ich kam zurück, saß in meinem Büro und machte Termine und wusste, das ist gar nicht, wo Gott mich haben will. Ja, und in dem Moment habe ich gemerkt, ich muss eine Entscheidung treffen. Bin ein paar Stunden später zu meiner Teamleiterin und habe meine Kündigung eingeleitet, ja, um dann eine Missionsschule zu machen, mich nochmal vorbereiten zu lassen und schlussendlich nach Thailand zu gehen. Das war auf der einen Seite ein Glaubensschritt und auf der anderen Seite wusste ich aber, Gott fragt mich, bist du bereit, mir so nachzufolgen? Und das kann bei jedem ja unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dass Gott für jeden eine ganz persönliche Erwählung und Berufung hat. Und was ich für mich entdeckt habe, ist, dass diese Erwählung völlig unabhängig ist von unseren Umständen, völlig unabhängig ist, auch in der heutigen Zeit. Wir feiern gerade einen Gottesdienst völlig unabhängig von der Pandemie und was abläuft. Wir machen das online, wir kommen zusammen, unabhängig von Lockdown, Regularien und Gesundheitsämtern sind wir zusammen. Und ich finde das total stark. Es gibt Möglichkeiten in Zeiten von Unmöglichkeiten. Und das gilt auch für den Ruf Gottes an uns ganz persönlich. Sein Reden, ich habe dich erwählt, ist unabhängig von politischen Geschehnissen, ist unabhängig von gesellschaftlichen Ereignissen, ist auch unabhängig von unseren Fertigkeiten oder Qualifikationen. Das ist eine göttliche Erwählung. Und das macht den großen Unterschied. Das ist nicht eine rationale Für- und Wider-Abwägung, sondern es ist eine Entscheidung Gottes. Ich habe dich erwählt. Und als ich das in meinem Leben so erfahren habe, war das auch gleichzeitig der Punkt, dass ich gemerkt habe, das ist was total Starkes. Da kommt auch eine Kraft Gottes mit dem Ganzen, dass ich wissen darf, Gott kennt mich, Gott sieht mich, Gott nimmt mich auch an. Das steckt alles für mich in diesem Wort der Erwählung mit drin. Und die Bibel bleibt dabei ja nicht stehen, dass ein so ein Wort ist, ja, Gott hat uns erwählt. Ich fand das auch so ermutigend, später im Neuen Testament zu sehen, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10, ist auch so ein Schlagvers, der auch bekannt ist, aber wo uns das nochmal zugesprochen wird. Wozu sind wir denn erwählt? Oder da heißt es eben, wir sind erschaffen von Gott zu guten Werken, dass wir in den Dingen wandeln sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und auch da ist das Ding, die Initialzündung kommt gar nicht von uns selber, sondern auch da ist es, die guten Werke, in denen wir gehen sollen, die Dinge, wozu wir erwählt sind, hat Gott vorbereitet. Es ist nicht das, was wir selber machen und uns zurechtlegen, sondern er ist derjenige. Es kommt nicht darauf an, wie begabt oder wie talentiert wir sind, sondern dass wir in diese vorbereiteten Dinge Gottes hineinkommen. Und für mich war das dann sehr starkes Reden, wo ich gemerkt habe, Gott ruft mich in die Nation. Gerade habe ich schon gesagt, das hat eigentlich fast 7 Jahre gedauert. Ich wusste immer, dass Gott mit meinem Leben was vorhat. Das habe ich als Teenager erlebt, das habe ich immer wieder empfangen und gehört. Aber ich wusste nicht so richtig, wie sieht das aus? Und ich habe dann gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es um eine Ausbildung oder sonstiges geht, lass mich was lernen, was irgendwie dient im Reich Gottes. Naja, irgendwann kam eben dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, Gott ruft mich und er fängt an, über Nationen zu reden. Ich habe das lange Zeit nicht gedacht. Meine ältere Schwester ist Missionarin, die ist direkt nach dem Schulabschluss ins Flugzeug, gefühlt 5 Tage nach dem Abiball, hatte die ihren Koffer schon gepackt und war weg nach Indien. Völlig anders, völlig krass. Aber ich dachte immer, gut, damit ist Mission so ein bisschen abgehakt. Und irgendwann hat Gott aber in mein Leben gesprochen, hat gesagt, nein, du hast dich festgelegt auf manche Sachen. Das war aber nicht mein Plan für dich und ich wusste, jetzt geht es darum zu entdecken, wie sieht mein Weg in die Weltmission tatsächlich aus. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Gott redet überall in seinem Wort über die Nationen. Ja, das Volk Israel hat er immer gesetzt, um ein Segen für die Nation zu sein. Mal haben sie das ein bisschen begriffen, die meiste Zeit, aber haben sie es nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Und später hat Jesus das auch immer wieder verheißen, hat gesagt, alle Völker werden kommen und mich anbeten. Die Leute werden kommen und werden das suchen. Und später sehen wir, dass die Apostel haben sich irgendwann auf den Weg gemacht
Und das war bei mir selber nicht anders. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Aber als ich dann tatsächlich in Thailand war, war das total stark zu erleben, was möglich ist. Und das würde ich sagen, das sehen wir auch in Johannes 15. Zuerst sagt er nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und dann spricht Jesus weiter in das Leben der Jünger hinein, damit ihr hingeht. Und dieses Hingehen kann auch wieder ganz unterschiedlich aussehen. Mich hat es letztendlich bis nach Südostasien, nach Thailand verschlagen. Aber das Hingehen kann auch bedeuten, das ist dein Nachbar, es ist deine Umgebung. Hingehen kann auch genauso bedeuten, mit den Kollegen am Arbeitsplatz zu sprechen. Das kann sein, für jemanden zu beten, den Gott dir aufs Herz legt. Das Hingehen bedeutet ja auch immer wieder ein bisschen sich in Bewegung zu setzen, nicht da stehen zu bleiben, wo du jetzt gerade bist. Für mich bedeutete das, während ich diese Missionsschule machte, da war ich schon 3 Monate in Thailand gewesen, habe gerade die nächste Etappe der Missionsschule gemacht und ich saß beim Mittagessen, wieder eine völlig alltägliche Situation und eine Bekannte fragte mich, ja, wenn du jetzt nach Thailand dann gehst, was hast du denn vor? Und ich fing so ein bisschen zu erzählen von unserem Dienst und während ich erzählte, redete der Heilige Geist auf einmal zu mir und stellte mir eine Frage und die Frage war, bist du denn bereit, an den Platz zu gehen, den ich für dich vorbereitet habe, nicht das, was du dir so zurechtgelegt hast? Und in dem Moment wusste ich, da legt Gott seinen Finger auf meine Komfortzone, auf alles, wo ich mich so ein bisschen eingerichtet hatte, wo ich mich auch wohlfühlte. Ja, meine Vorstellung, nach Thailand zu gehen, war immer so im Bereich auch meiner Möglichkeiten. Ja. Und mit dieser Frage, wo ich auf einmal merkte, Gott redet auf einmal und hinterfragt so ein bisschen meine Motivation, habe ich gemerkt, es geht genau um dieses Hingehen. Bin ich bereit, an den Platz zu gehen, den Gott mir zeigt? Und da musste ich meinen Weg drin finden. In dem Moment habe ich gemerkt, das kann ich gar nicht leichtfertig beantworten. Ich habe mir dann fast eine Woche Zeit genommen, immer wieder zu beten und ich wusste, was ich sagen will. Aber ich merkte, das muss von Herzen kommen. Das muss irgendwo eine gegründete Antwort sein. Und manchmal ist das so ein Punkt in unserem Leben, wo Gott uns herausfordert. Und das bedeutet manchmal, den Sprung über den eigenen Schatten zu machen. Das bedeutet, sich aufzumachen, wenn sich anderes vielleicht gerade so niederlegt. Ja? Wir haben zum Beispiel unseren Newsletter gerade von der FCJG aus Lüdenscheid, meiner Heimatgemeinschaft, haben wir genannt, was geht, wenn nichts geht. Ja, war genau das Thema, eben zu gucken, jetzt gerade in Zeiten von Corona, vieles ist so verrückt, vieles ist so verdreht, vieles wird so runtergefahren und gedämpft, aber was geht denn trotzdem? Das Evangelium lässt sich ja nicht aufhalten von solchen Umständen, deswegen machen wir den Gottesdienst hier ja auch gerade online, weil wir genau das wollen, oder? Das ist doch auch unsere Sehnsucht, zusammenzukommen, Gemeinde zu leben, Reich Gottes zu leben. Und das bedeutet an der Stelle eben auch genau das, was Johannes 15 sagt. Das hat dieses Element von Hingehen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich aufmachen muss. Und für mich bedeutete das, Deutschland hinter mir zu lassen, Lüdenscheid hinter mir zu lassen und hinzugehen nach nicht nur nach Thailand, sondern eben auch nach Pattaya. Und das war für mich ein bisschen herausfordernd, weil das Pattaya wird als das größte Rotlichtviertel der Welt bezeichnet. Das ist, eigentlich war das mal ein kleines Fischerdorf südlich von Bangkok an der Küste gelegen und während dem Vietnamkrieg ist das auf einmal explodiert, in erster Linie durch das Nachtleben und die Prostitution dort und daraus ist eine ganze Industrie gewachsen. Mittlerweile sagt man, hat die Stadt so 120.000 Einwohner und man geht davon aus, dass jede vierte Person davon ganz aktiv in der Sexindustrie involviert ist. Das ist auf der einen Seite massiv, weil man sich in der Stadt nicht bewegen kann, ohne damit irgendwo konfrontiert zu werden und das auch alles sehr schamlos ausgelebt wird. Und als ich dann merkte, Gott ruft mich dahin, habe ich gedacht, ja gut, das ist nicht, was ich mir ausgesucht hätte, echt nicht. Also das war nicht der Ort, wo ich gedacht habe, da ist es schön, da ist es nett, ja, überhaupt nicht. Aber wir fingen dann an, Gott hat angefangen, darüber zu sprechen, wie sieht das denn aus? Wie kann das denn aussehen, Mission in so einer Stadt zu leben? Und ich glaube, das ist dieser nächste Aspekt, den Jesus in diesem Vers sagt. Er hat uns erwählt, wir sollen hingehen und das Dritte ist,
damit wir Frucht bringen. Und das kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen für uns. Mit diesem ganzen Dienst in Pattaya hat das bedeutet, Frucht bringen bedeutet, eine Vision zu haben, dass Gott etwas tun möchte in der Stadt. Und wir haben gemerkt, wo Gott anfing, drüber zu sprechen, waren zwei Aspekte. Das eine war, Lobpreis und Anbetung, das hochzuhalten in der Stadt, und auf der anderen Seite Mission auch im Blick zu behalten. Und so haben wir diese Aspekte Anbetung und Mission angefangen, im Gebet immer wieder vor Gott hochzuhalten. Wie kann das aussehen? Und als Gott anfing, darüber zu sprechen, ging es genau um so einen Ort. Ein Ort, ein Haus zu haben, wo diese zwei Aspekte zusammengebracht werden, wo da auf der einen Seite Leute in der Stadt sind, die Jesus verherrlichen, groß machen, für die Stadt beten, Fürbitte leisten, auf der Straße anbeten und neben all den Götzen, die angebetet werden, aber Jesus wirklich verherrlichen und groß machen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise und gleichzeitig gucken, wie kann die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus in so einer Stadt bekannt gemacht werden. Und so haben wir angefangen, in dem Rotlichtviertel Gebetsspaziergänge zu machen, sind dort, wo sonst die Prostituierten stehen, sind wir langgegangen, haben gebetet, haben die Bibel ausgebetet. Wir haben verschiedene Einsätze gemacht, wo wir mit Gebetsteams in der Stadt unterwegs waren, haben uns connected, haben uns zusammengetan mit anderen Gemeinden und Missionaren dort, einfach um Beziehungen zu bauen, aber auch zu schauen, wie können wir gemeinsam gehen. Und das war immer wieder spannend und auch herausfordernd, aber wir haben gemerkt, es ist dieser Aspekt, wir sollen hingehen. Und damit wir Frucht bringen. Und der Auftrag ist immer wieder da. Vielleicht kann ich euch ein paar Bilder zeigen, das veranschaulicht das so ein bisschen, wie wir das in Pattaya leben und versuchen aufzubauen. So, die ersten Bilder, die ihr seht, das ist erstmal meine wunderbare Frau. Ich bin frisch verheiratet, jetzt knapp 2 Monate. Sie heißt Karin, ihr seht die auf dem ersten Bild. Und wir waren jetzt zuletzt, bevor wir geheiratet haben, haben wir gemeinsam in unserem Dienst gelebt, in der WG. Das war richtig gut, gemeinsam einzutauchen. Wie sieht das überhaupt aus? Das war auch eine Zeit zu testen für meine Frau Karin. Passt das zusammen? Geht das wirklich? Kann sie sich genauso in Thailand sehen? Und auf dem nächsten Bild seht ihr das Team von Help International Thailand. Wir sind ein sehr internationales, gemixtes Team. Das heißt, wir haben viele Thais, die aus Bangkok teilweise über unsere Drogenrehabilitationsarbeit hineingewachsen sind, in Verantwortung, in das Team hineingewachsen sind. Teilweise Leute, die als Missionare gekommen sind. Ganz links seht ihr den Rolf Niederer, der leitet unseren Dienst und der ist seit mittlerweile über 26 Jahren in Thailand. Ist mit einer Thai verheiratet, spricht akzentfrei Thai, was mich immer wieder begeistert. Ja, für mich war das Sprachenlernen oder ist das Sprachenlernen immer noch wirklich eine Umstellung. So sind wir unterwegs. Und die nächsten Bilder, die ihr seht, das ist schon viel mehr, was wir in Pattaya machen. Ja, wir sind, wie gesagt, auf diesen Impuls hin mit Anbetung und dem Gedanken von Mission und Evangelisation in die Stadt hineingegangen und haben einerseits angefangen, wie können wir Thais aus Thailand, Christen aus Thailand mit mobilisieren, eine größere Wahrnehmung, eine größere Perspektive für Gemeinde und Mission zu gewinnen, aber dann eben auch der Punkt, sie mitzunehmen auf Einsätze. Als ich unsere Jüngerschaftsschule, unsere Missionsschule gemacht habe, sind wir mit einem Team, da hatten wir auch 4 thailändische Schülerinnen mit dabei und wir sind mit denen in das Nachbarland Laos gegangen. Und für alle von denen war das der erste Missionseinsatz, das erste Mal auch, dass wir gesagt haben, wir gehen mit Thais in ein Nachbarland, um eine andere Nation zu segnen, nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und vielleicht können wir jetzt die Bilder einfach durchgehen. Das war aber wirklich stark, dann auch zu sehen, hey, wir wollen gemeinsam gehen. Dann eben auch in Pattaya unterwegs zu sein, an der Strandpromenade, wo auf der einen Seite Touristen, aber eben auch die lokalen Thais leben und arbeiten, da zu beten, wenn wir irgendwo merken, da sind Leute, die Gott vielleicht vorbereitet hat, das Evangelium zu erzählen.
und dann, wie gesagt, immer wieder mit Fürbitte auch in das über der Stadt zu beten. Am Rathaus haben wir gemerkt, man kann da oben aufs Dach gehen, man kann vorm Rathaus auf dem Platz beten. Wir sind da durchgegangen und haben für die Politiker gebetet. Und wie gesagt, sind in die Stadt hinein, einfach um das aufzugreifen und auch um im Gebet zu empfangen, wie ist denn Gottes Perspektive für so eine Stadt? Und für mich persönlich war das bei dem ersten Gebetseinsatz, war das völlig überwältigend, so eine Stadt zu sehen, so einen Ort zu sehen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, Mensch, was dort unmöglich scheint, mit Jesus ist aber alles möglich. Er hat uns das verheißen, mit ihm ist alles möglich. Und das glaube ich auch für so eine Stadt, dass Gott die wirklich transformieren kann. Dass er in der Lage ist, an die Wurzel der Stadt ranzugehen und Veränderung zu bringen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen immer wieder dort sein, wir wollen dort auch wohnen. Letztendlich geht es darum, dass wir das Licht in der Finsternis sind, oder? Ich finde das so stark in Matthäus 5, da setzt Jesus an in der Bergpredigt und er spricht ja darüber und spricht das den Zuhörern zu und sagt, ihr seid das Salz der Erde auf der einen Seite und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, und dann sagt er in Vers 15, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter, damit es allen leuchten, die im Haus sind. Und das glaube ich, auch in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, erwählt zu sein, hinzugehen, aber auch Frucht zu bringen, dann bedeutet das für mich in erster Linie, du hast ein Licht, das scheinen kann. Für uns bedeutet das, in Pattaya rauszugehen, immer wieder von Jesus zu erzählen, das bekannt zu machen. Aber heute hier heißt es, wir können Licht sein. Und das kann bei jedem ein bisschen anders sein. Vielleicht siehst du Leute um dich herum, die runtergezogen werden von den Umständen. Vielleicht merkst du Nachbarn, die bedrückt sind, die angenervt sind, dass alles geschlossen ist, Lockdown und so weiter. Hey, du hast ein Licht. Und versteck das doch nicht, sondern halt das hoch. Jesus hat gesagt, das Licht darf nicht versteckt werden, sondern es muss hoch sichtbar werden. Und das liegt ja an uns, irgendwo diesen Schritt rauszumachen und sagen, ja, dazu bin ich bereit. Aber stell dein Licht doch auf einen Leuchter. Lass es sehen, da wo du mit Jesus lebst, wo du Hoffnung hast, kannst du für jemand anders ein totaler Ermutiger sein. Ich habe immer wieder gedacht, Mensch, wenn ich in Asien unterwegs war, es hat gar nicht viel gebraucht. Das war nie kompliziert, Licht zu sein, Hoffnung zu geben, weil das Evangelium genauso simpel wie kraftvoll ist. Und das ist auch in Deutschland nicht anders. Wenn du Leute siehst, die entmutigt sind, dann kannst du für sie beten. Wenn du Leute siehst, die entmutigt sind, kannst du derjenige sein, der ihnen hochhilft, der sie ermutigt. Das können Leute um dich herum sein, das können Leute auf der Arbeit sein, das kann einfach nur die Freundlichkeit sein, die von dir ausgeht. Wie auch immer das Licht in dir aussieht, lass es leuchten. Das muss nicht wahnsinnig hell sein. Da, wo Finsternis ist, macht das total den Unterschied. Und davon bin ich überzeugt. Und das ist auch, was uns immer wieder ermutigt, in Pattaya weiterzugehen. Und was unser Ziel ist, worauf wir gerade zugehen, ist, von Bangkok, wo wir unseren Hauptsitz haben, umzuziehen, mit einem Teil des Dienstes einen neuen Zweig zu starten, wo wir in Pattaya sind. Wir sind auf der Suche nach einem Gebäude. Wir haben schon ein Haus gefunden, müssen gucken, ob das wirklich klappt, das zu kaufen. Aber das war so unser oder mein persönliches Glaubensprojekt gerade, ein Haus zu finden, wo wir diese Vision von Anbetung und Mission ausleben, dass wir Leute trainieren, dass wir Leute zurüsten, genau an solche Orte wie Pattaya oder andere Orte zu gehen und Licht in der Finsternis zu sein, wo wir gleichzeitig Jesus anbeten, wo sonst alles andere Mögliche angebetet wird. Und ich glaube, das ist ein Ruf Gottes, der gleichzeitig auch bestätigt wird. Ich habe am Anfang den ganzen Vers aus Johannes 15 vorgelesen. Da kommt am Ende eine totale Verheißung und da kommt ein Zuspruch, wo Jesus sagt, wir sollen nicht nur Frucht bringen, unser Leben soll nicht nur einen Ausfluss haben, sondern er sagt, Frucht, die bleibt. Etwas, was nicht nur für unsere heutige Zeit ist, sondern was Ewigkeitswert hat. Das finde ich total spannend. Er sagt, Frucht, die bleibt. Und dann sagt er, damit ihr meinen Vater alles bitten könnt, damit ihr alles empfangt, worum ihr bittet, in meinem Namen.
Für mich bedeutet das eine totale Zuspruch und eine totale Verheißung Gottes an deine Glaubensschritte. Dass da, wo ich mich in Bewegung setze, da, wo ich was wage, dass er sagt, ich segne das. Und da ist Segen, da ist Versorgung des Vaters, wie auch immer das dann aussehen mag. Aber ich glaube, dass das zusammengehört, wo wir Schritte machen, wo wir unsere Erwählung festmachen vor Gott, wo wir uns in Bewegung setzen und da, wo wir das tatsächlich ausleben, Frucht zu bringen, Jesus zu verherrlichen durch unser Leben, da kommt der Segen des Vaters obendrauf. Und das erleben wir selber auf dem Weg nach Thailand. Aber ich denke, das ist für dich, für sie heute Morgen genauso bereit und parat. Da ist ein Segen des Vaters, wo wir Schritte machen, wo wir uns in Bewegung setzen. Da gibt er seinen Segen obendrauf. Und dafür würde ich einfach gerne beten. Und in dem gehen wir dann eben weiter in dem Gottesdienst. Aber vielleicht machen Sie das ganz persönlich für sich, vielleicht jetzt gerade an dem Platz, die Augen zu schließen und einfach mal eine Hand auf das Herz zu legen. Und vielleicht sind da verschiedene Sachen, die angesprochen haben, aber ich würde einfach gerne einen Moment nehmen, sagen wir mal 1-2 Minuten, ganz persönlich Gott auszudrücken, was gerade passiert, was sie angesprochen hat, was sie bewegt, wo sie merken, Mensch, genau, da sind Sachen, ich will sehen, wie kann ich denn Licht sein in so einer Zeit, dass Impulse Gottes kommen. Und dann möchte ich einfach beten und auch die Botschaft hier abschließen. Aber so einen Moment von Stille nehmen wir uns eben zu Hause, jetzt gerade im Wohnzimmer, einfach damit Gott selber auch nochmal sprechen kann. Vater, wir danken dir wirklich für deine Gegenwart. Wir danken dir für das, was du heute tust. Danken dir, Jesus, für deinen Zuspruch an uns persönlich, dass du uns gesehen hast, dass du uns erwählst. Wir danken dir, Herr, dass du auch die Kraft gibst, wenn es darum geht, zu gehen, sich in Bewegung zu setzen. Ich danke dir, Vater, dass du derjenige bist, der es liebt, Frucht aus unserem Leben hervorzubringen. Durch uns das Reich Gottes sichtbar zu machen in dieser Welt. Und Jesus, wir beten das auch, dass du auch gerade heute, jetzt in Deutschland, uns zeigst, wie wir unser Licht leuchten lassen können. Herr, ich danke dir für jeden, der gerade zuschaut. Und ich bete, Herr, dass du mit deiner Gegenwart kommst, mit deiner wunderbaren Gegenwart. Und dass das Licht, was in uns brennt, Herr, wo du da bist, dass das sichtbar wird und dass du uns zeigst, wie das sichtbar werden kann. Herr, ich rufe deine wunderbare Kraft über jedem Einzelnen, der hier zuschaut, aus. Ich rufe deine Kraft aus, deinen Zuspruch, Herr. Ich danke dir für deine Güte und für deine Gegenwart, Herr. Und wir segnen auch, auch jede Idee, jede Inspiration, die du gibst, Licht zu sein, deine Stimme zu sein, Weg auch hinauszugehen und Licht zu sein und andere Leute zu ermutigen mit deinem Wort, Herr, dass du das aufleuchten lässt und dass das hervorkommt in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Vielleicht hat die Predigt von Simon was in dir ausgelöst, ein Kribbeln, eine Unruhe in dir. Und du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Und wir singen jetzt gleich das Lied vor dir. Und während das Lied läuft, bete ich für dich, dass die
Worte deine Worte werden. Im Lied heißt es, in deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Ich bete für dich, dass das Kribbeln und das Aufgewühltsein und die neuen Ideen, die dir der Heilige Geist schenkt und schenken wird, dass deine Gedanken und deine Ängste dich nicht davon hindern und davon abbringen, das zu tun, was der Herr in dein Herz legt. Ich bitte dich, dass ich werde jetzt für dich beten und bitte den Heiligen Geist, dass diese Worte in dem Lied, dass sie in dein Herz finden. So, wir haben noch was für euch. Ich habe euch noch ein Video mitgebracht von dem, wie wir zum Beispiel mal in Pattaya gebetet haben. Und wir haben angefangen mit unserer Gemeinschaft, nicht nur in Thailand, sondern angefangen hier in Deutschland, einfach das Vaterunser laut in der Öffentlichkeit zu beten. Und wir haben ein Team hier in Lüdenscheid von unserer Drogenreha, die machen das jede Woche, dass sie einmal die Woche vor das Rathaus gehen, sich niederknien
auch als Zeichen einfach sich vor Gott zu demütigen und das Gebet zu beten, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Also ich fand das auch manchmal erstaunlich. Die Jünger haben nicht gesagt, boah, Jesus, zeig uns, wie man Essen vermehrt, zeig uns, wie man Tote auferweckt, sondern was sie gefragt haben an der Stelle war, Herr, lehre uns zu beten. Und dann kam Jesus mit dem Vater unser. Und ich denke, das ist ein Gebet, was total die Dimension des Reiches Gottes und des Herzen des Vaters auch widerspiegelt. Aber wenn er uns das lehrt, glaube ich, dass da wirklich Kraft ist. Und das Video, was ihr gleich seht, da seht ihr den Text auf Englisch, ihr hört es aber auf Thailändisch. Ich möchte Sie zu Hause aber ermutigen, das laut in jeder Sprache, die Ihnen gerade gut passt, mitzubeten. Und wir wollen das einfach machen, gemeinsam über Zoom oder über diesen Stream, das Vater unser in jedem Wohnzimmer auszubeten, laut. Und das gemeinsam zu machen und so auch an den verschiedenen Bildschirmen und Monitoren zusammen, aber eben vereint zu sein mit diesem Gebet. Und mit dem, dass das in dem Video beginnt, lade ich dich ganz herzlich ein, genau da mit vollem Leib einzustimmen. Also bis gleich. ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเขตพระราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน Die Kraft. Und genauso möchte ich einfach diesen ganzen Part auch abschließen mit einem Segen. Der kommt jetzt live hier aus Lüdenscheid, aber ich denke einfach einmal mehr, der Jesus Christus hat eben seinen Segen ausgesprochen. Und ich möchte Sie einfach einladen, das Herz nochmal aufzumachen, vielleicht die Hände zu öffnen. Aber ich danke dir einmal mehr, Vater, für diesen Morgen. Ich danke dir für die Zeit und ich rufe deine Kraft, deinen Segen und deinen Zuspruch auch aus über jedem Einzelnen, der hier zugeschaut hat. Wir danken dir, Jesus, dass du das geliebt hast, uns zu lehren, uns zuzurüsten. Und darauf vertraue ich, Jesus, in deinem Namen, dass du genau das tust. Und ich segne dich in diesem Moment mit dem wunderbaren Zuspruch Gottes, mit seiner Erwählung. Ich segne dich mit der Kraft und der Befähigung, auch dahin zu gehen, wo er sendet. Und ich segne das, was er in dich hineingelegt hat, dein persönliches Zeugnis mit Jesus Christus, dass dieses Licht hinausstrahlt. Und ich segne dich für die kommende Woche mit solchen Gelegenheiten, das Licht Gottes scheinen zu lassen, ein Ermutiger zu sein, wo andere Leute vielleicht niedergeschlagen sind, aufzurichten, wo andere Leute irgendwo am Boden zerstört sind. Und Jesus, wir beten das auch gemeinsam und wir rufen das aus über unserem Land. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Herr, so wie das im Himmel ist, wollen wir das hier auf der Erde wieder gespiegelt sehen. Und so segne ich euch in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der wunderbaren Gegenwart Gottes. Amen. Amen. Vielleicht hast du eine Frage an Simon oder vielleicht gibt es irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne besprechen möchtest mit anderen. Jetzt haben wir gleich im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit, im Kirchencafé Simon noch Fragen zu stellen oder einfach mit ihm ins Gespräch gekommen. Er ist noch ein bisschen bei uns eine Weile. Und du findest den Link zum Kirchencafé auf unserer Webseite, direkt auf der Homepage www.onkengemein.de.
onken-gemeinde.de. Und da kannst du dich einfach reinschalten, ganz easy. Und wir freuen uns gleich, dich dann zu sehen. Und jetzt ist noch eine Info zu den Spenden. Wenn du Lust hast, das Projekt von Simon zu unterstützen, dann hast du hier die Möglichkeit, da Geld zu überweisen, was zu spenden. Wichtig ist, dass ihr angibt den Spendenzweck, dass es für Pattaya ist und für steht aber auch alles drin. Wenn die Info jetzt zu schnell eingeblendet ist, dann könnt ihr auch ja zurückspulen und auf Pause drücken. Dann der Livestream bleibt ja online. Also herzliche Einladung, gleich nochmal mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns drauf. Euch eine gesegnete Woche.